Jo Leute, Hofferle ist klar bei euch, der Titel sagt alles, ich bin mal wieder richtig schlau gewesen, also es war mal wieder ein richtiger Geniestreich von mir. Folgendes, Donnerstagmittag um etwa 12.40 Uhr habe ich endlich mal wieder was aufgenommen. RTC Folge 17 und 18 sollten es werden. Hab drei TDM-Spiele gezockt, die richtig, richtig kacke waren eigentlich. Hab gerade eben so die Dreier-KD gehalten da. Aber dann kam ein Flawless Nuklear Herrschaftsmatch auf der dreckigen Map. Was war das? Aftermath. Damit war ich eigentlich ganz zufrieden, wollte das Ganze dann am Abend oder am nächsten Tag bearbeiten und so. Und habe die Aufnahme jetzt erstmal so gelassen, auf der zweiten Festplatte so, wo ich eigentlich alle meine Aufnahmen so liegen lasse. Hab dann direkt im Anschluss mit ein paar Teamkollegen Liga gezockt und so und dabei halt auch gleichzeitig aufgenommen, weil ich das halt immer so mache, falls mal halt ein Clip dabei ist oder irgendwas Gutes. Jedenfalls. Nach ein paar Runden merke ich halt so, dass ich nichts mehr aufnehmen kann, weil meine zweite Festplatte voll ist. Dementsprechend dachte ich mir so zwischen zwei Runden, hey, ist ja eigentlich nichts Geiles passiert. Nee, kein geiler Clip dabei gewesen, so. Kannst hier mal alles von der Festplatte löschen. Ja. Hab dann noch sechs oder sieben Spiele aufgenommen. Bin dann erstmal was essen gegangen, als mir plötzlich so einfällt, hey, Digga, kann es sein, dass du gerade die RTC-Aufnahme mitgelöscht hast? Ich erstmal rüber zu meinem PC gestratzt mit Leichtgewicht und Marathon Pro, hab nachgeschaut und jupp, Aufnahme war weg. Goll. Und zwar komplett weg. Diese Aufnahmen sind alle so zwischen 15 und 150 GB groß. Das heißt, die werden nicht direkt gelöscht, sondern wandern die. Die werden direkt gelöscht und wandern nicht direkt erst einmal in den Papierkorb. Also habe ich erstmal ein Programm aus dem Netz geladen, mit dem man gelöschte Dateien wiederherstellen kann. Und siehe da, der Cluster auf der Festplatte. Oder natürlich schon überschrieben durch die anderen sechs oder sieben Aufnahmen, die ich da hatte. Geilomatico. Fazit der Geschichte: Die Live-Aufnahmen für die Episoden 17 und 18 vom RTC sind jetzt futsch. Ich habe nur noch die Kinomodus-Aufnahmen jetzt, was ich eigentlich richtig kacke finde. Ich nehme nicht gerne Sachen aus dem Kinomodus aus, das sieht immer so komisch aus. Jedenfalls dachte ich mir, die drei TDM-Spiele waren einfach so kacke, die erspare ich euch mal. Aber zu dem Flawless Nuclear Gameplay könnte ich eigentlich mal so eine Art Analyse oder sowas machen, wo ich dann erkläre, warum ich jetzt was mache und wieso ich mich so verhalten habe und bla blub. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Übrigens, das Gameplay im Hintergrund ist wahrscheinlich irgendein Auszug aus dem 100 plus Hardpoint Match mit niedrigen Streaks. Die seht ihr ja, sind ja haufenweise im Einsatz gewesen da. Nuclear war auch dabei, Double Nuclear Fail sowieso, habe ich ja in den letzten Wochen erst 500.000 von gehabt. Aber abgesehen davon, haut rein, Leute.